In diesem Video soll es um die Datenschutzgrundverordnung gehen. Wichtig wäre an der Stelle, ich bin kein Jurist. Es geht hier nur darum, dass wir mal versuchen, mal zu gucken, welche Konsequenzen hat die Datenschutzgrundverordnung eigentlich für das Design von Software. Was müssen wir uns überlegen, wenn wir es mit personenbezogenen Daten zu tun haben? Da würde ich gerne so ein paar Aspekte zeigen. Die Folien sind jetzt nicht ganz vollständig, also die Story müsste man nochmal aufarbeiten. Es ist aber schon mal besser als nichts. Es ist so, also immer, wir müssen in der IT immer dann aufpassen, wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten. Also sowas wie Name, Anschrift und so weiter ist klar. Aber es gibt auch Daten, an die man nicht zuerst denkt, wie zum Beispiel die IP-Adresse oder die E-Mail-Adresse. Also wir hatten beispielsweise bei den Cloud-Zugängen für die Studierenden schon Probleme mit dem Datenschutz, weil wir da nur die E-Mail-Adresse an Amazon weitergegeben haben und dafür brauchen wir die explizite Zustimmung der Studierenden. Also es ist ein großes Thema. Und personenbezogene Daten sind nach der Datenschutzgrundverordnung alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ein paar habe ich ja schon genannt. Also man kann jetzt erstmal sagen, es gibt so normale Daten wie Name, Anschrift, Wohnort, Geschlecht, Alter und so solche Dinge, die sind sozusagen unkritisch, aber das sind schon personenbezogene Daten. Und es gibt kritische Daten oder sensible Daten, sowas wie Gesundheitszustand, sexuelle Orientierung, politische Orientierung, Religionszugehörigkeit, genetisches Material und so weiter, die sind nochmal besonders geschützt. Also die normalen Daten sind normal geschützt. Das heißt, wenn Sie da Daten veröffentlichen, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, während Sie, wenn Sie sensible Daten veröffentlichen, eventuell schon im Bereich der Straftat sind. Also da kommen Sie mit der Geldstrafe eventuell gar nicht mehr davon. Also das ist wirklich kritisch, wie der Name schon sagt. Und auch solche Sachen, an die man erstmal nicht denkt, hatte ich schon erwähnt, sowas wie eine IP-Adresse oder die Geokoordinaten, die MAC-Adresse von Ihrem Smartphone, E-Mail und so weiter, das sind auch alles personenbezogene Daten, weil man natürlich von der IP-Adresse mit etwas geschickt dann doch wieder auf Ihren Hausanschluss und damit auf Sie als Person zurückschließen kann, wenn man entsprechend ausgerüstet ist. Und sobald Sie auf Ihre Person zurückzuführen sind, sind es da personenbezogene Daten. Wenn man das abklemmt und sagt, diese Elemente nicht mehr zuordnenbar, macht es halt keine personenbezogene Daten mehr. Also das heißt, Stichwort heißt hier Anonymisierung. Also wenn Sie in der Lage sind, alle Daten, sagen wir mal, fachlich konsistent zu anonymisieren, können Sie machen, was Sie wollen. Ohne Anonymisierung, wie gesagt, sind Sie im Bereich von Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten. Kern ist also, was personenbezogene Daten sind. Frage ist, kann ich durch die Daten, die ich habe, die Person identifizieren oder nicht? Zum Beispiel, wenn Sie von einem Professor in Brunnthal reden, so groß ist der Laden nicht, gibt es wahrscheinlich eine Handvoll, vielleicht auch nur einen Prof in Brunnthal. Während die Professoren in Rosenheim wahrscheinlich so häufig sind, dass man das dann nicht zurückverfolgen kann. Also das heißt, ist es sehr kontextabhängig, auch was genau personenbezogene Daten sind und wie weit man diese Rückidentifizierbarkeit machen kann. So, die DSGVO regelt das jetzt. Die ist jetzt live geschaltet worden am 25.05., jährt sich also jetzt mal wieder in nächster Zeit. Und seitdem gilt die. Seitdem gelten auch die Strafen, die zum Teil ziemlich martialisch sind, wenn man dagegen verstößt. Und das Hübsche an der DSGVO ist, es ist eine Regelung auf europäischer Ebene. Das heißt, in Irland oder auch in Ungarn sollten eigentlich dieselben Grundsätze gelten. Das heißt für Sie vor allem, wenn Ihnen Sie mit einer ungarischen Firma Geschäfte machen und die gegen das Datenschutzgesetz verstoßen, können Sie die genauso hier anzeigen wie eine irische Firma oder eine andere Firma aus der Europäischen Union. Verstöße, wie gesagt, Sie dürfen es überall melden, hatte ich schon gesagt. Die Strafen sind zum Teil ziemlich martialisch. Also das heißt, wenn Sie wirklich gravierende Verstöße haben, sprich zum Beispiel sensible Daten veröffentlichen, dann sind Sie im Bereich von bis zu 20 Millionen Euro Strafe oder 4% Ihres gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes. Das ist richtig teuer, das wollen Sie nicht. Und selbst normale Verstöße können Sie bis zu 10 Millionen Euro kosten und 2% Ihres gesamten Jahresumsatzes. Auch das wollen Sie nicht. Und der dritte Punkt ist, zum Teil kann die Weitergabe speziell von diesen sensiblen Daten oder von großen Mengen von Daten sogar strafbar sein. Falls Sie es nachlesen wollen, ist es hier Paragraph 42 Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, die DSGVO ist aber europäisches Recht, das Bundesdatenschutzgesetz ist ein deutsches Recht. Wann dürfen Sie denn nun personenbezogene Daten
verarbeiten. Eigentlich ist es verboten, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das steht hier auch als Überschrift. Es ist ein Verbot. Da dürfen sie einfach nicht. Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, wie sie sich das erlauben lassen können, beziehungsweise wo es erlaubt ist. Aber im Zweifelsfall ist es verboten. Also so dieses Datenkrakerartige Big Data Gesammle von allen Daten, die man so brauchen kann, und Weiterverarbeiten und Weitergabe an Dritte mit dem Öl des 21. Jahrhunderts. Da haben wir jetzt sozusagen engere Grenzen als vorher. Und die engeren Grenzen gelten auch für Firmen wie Facebook, Instagram oder Microsoft. Wie gesagt, ist verboten, personenbezogene Daten zu verwenden. Es gibt jetzt ein paar Gründe, wo es erlaubt sein kann. Und zwar, ups, das hätte ich animieren sollen. Jetzt haben Sie es alles auf einen Blick. Das heißt, Sie können den Besitzer der personenbezogenen Daten, können Sie um Erlaubnis fragen. Wenn Sie das tun, zum Beispiel, wenn Sie dem Newsletter checken wollen und dessen E-Mail-Adresse haben wollen, ist es aber wichtig, dass der wirklich freiwillig einwilligt. Das heißt, da haben Sie zwei Kriterien, die Sie da nochmal sicherstellen müssen. Der hat wirklich verstanden, worin er einwilligt. Das macht man zum Teil mit dem Double Opt-in-Verfahren. Das heißt also, der hakt an, ja, klar will ich deinen ollen Newsletter haben. Und dann schicken sie dir nochmal eine E-Mail mit seinem, willst du wirklich diesen Newsletter haben? Hast du die Bedingungen gelesen? Und dann hakt er nochmal ein, also Double Opt-in. Also dann können sie nach einer Einwilligung fragen. In der Einwilligung müssen sie aber ganz klar machen, wie lange speichern sie die Daten, wie kann der Kunde das wieder löschen, welche Auskunftsrechte hat der. Also einfach nur, wollen sie, dass wir das verarbeiten, Feierabend. So einfach ist es nicht. Dann ist es klar, ein paar Sachen brauchen Sie einfach zur Vertragserfüllung. Stellen Sie sich vor, Sie sind Amazon oder Medimops oder wie gibt es noch, von mir aus Quelle Online oder Autoversand Online, dann muss es ja möglich sein, dass Sie dem Kunden sein Paket zuschicken. Also insofern wäre es ein bisschen widersinnig, wenn der jetzt verbieten würde, dass Sie seine Adresse nicht wissen dürften, nicht? Also das heißt, da brauchen Sie die Adresse zum Beispiel vom Kunden als zur Vertragserfüllung. Allerdings darf der sozusagen an diese Vertragserfüllung nichts dranhängen. Sowas wie Amazon schreibt Ihnen, naja, wir schicken Ihnen schon was zu, aber dann müssen Sie zustimmen, dass unser KI-Algorithmus Sie noch durchwurstet und dass Sie wahrscheinlich Reklame von wem auch immer kriegen. Also das Kopplungsverbot, das ist verboten. Aber wie gesagt, zur Vertragserfüllung dürfen Sie Daten speichern. Und es gibt weitere Möglichkeiten, nämlich ein berechtigtes Interesse. Also wenn Sie in der U-Bahn beispielsweise eine Kamera aufstellen, da können Sie ja schlecht jeden Passanten fragen, bist du damit einverstanden, das würde ich jetzt hier aufnehmen. Sondern da gibt es ein berechtigtes öffentliches Interesse an der Datenverarbeitung. Also in diesen Fällen ist Datenverarbeitung erlaubt. So, dann sagt die DSGVO ist dann so ein bisschen in ihre Teile gegliedert. Einer davon sagt, also welche Grundsätze haben wir jetzt? Die sind jetzt für uns sehr wichtig im Softwareentwurf, weil wir uns an diese Grundsätze halten müssen. Und die meisten haben tatsächlich mit uns in der Software was zu tun. Deswegen bringe ich das ganz kurz. Also, erstens, Sie dürfen nur die Daten speichern, zu denen Sie auch wirklich einen Zweck der Verarbeitung haben. Und der Zweck muss im Interesse des Kunden liegen. Also es gibt eine Zweckbindung. Also Sie sagen, zum Beispiel Amazon darf Ihnen jetzt die Adresse abknüpfen, damit sie das Paket so schicken kann. Aber Sie dürfen es jetzt nicht an Dritte weitergeben, um Ihnen irgendeine Reklame zu schicken. Also klare Zweckbindung nur für einen Einsatzzweck. Das müssen Sie auch nachweisen und auch dokumentieren, wenn Sie es wollen. Datenminimierung. Zum Beispiel darf Sie Amazon, wenn Sie ein Paket schicken, das nicht fragen, welche Sportarten Sie gut finden. Oder ob sie oft in die Kirche gehen oder sowas. Das heißt, diese Daten sind zum Erfüllen des Zweckes, nämlich ihnen was zuzuschicken, unerheblich. Also insofern muss sich jeder an das Thema Datenminimierung halten, so wenig Daten wie möglich erheben. Dann muss das ganze System so gestaltet sein, dass sich eine Default-Einstellung maximal ist in Richtung Datenschutz, also und in Datenminimalität. Also deswegen ist also das muss so gestaltet sein, das ist Privacy by Design, dass die Software nicht ausgespäht werden kann. Also aktueller IT-Sicherheitsstandard muss eingehalten sein. Und Privacy by Default bedeutet, also alle Knöpfe, dass Dritte das sehen dürfen, sind auf ausgestellt. Also bei Facebook wäre es dann so, dass nur engste Vertraute ihre Daten sehen dürfen und sonst niemand. Das wäre Privacy by Default. Sie haben eine zeitliche Speicherbegrenzung drin, das heißt, selbst wenn Sie Daten speichern, dürfen die Daten sicher nur noch so lange gespeichert sein, bis der Vertrag endgültig erfüllt ist. Und Sie haben natürlich auch ein Recht auf Löschung. Das heißt, Sie dürfen jetzt nicht unendlich lange für jeden, der jemals mit Ihnen Kontakt hat, die Daten speichern, sondern es muss ein klarer Löschzeitpunkt sein. Kommt gleich nochmal auf der Folie genauer. Genau, Sie müssen die Integrität und Vertraulichkeit und sowas darstellen, ist klar. Das ist also quasi klassisches Software-Engineering-Handwerk. Und Sie haben Rechenschaftspflichten, zum Beispiel Recht auf Auskunft, und auch Behörden müssen Sie Auskunft erteilen dürfen und können.
So, welche Rechte haben Sie jetzt als Bürger? Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei Amazon oder Facebook nachfragen wollen würden, welche Rechte hätten Sie da? Das ist geregelt in den Artikeln 12 bis 23 DSGVO. Gibt es auch eine sehr schöne Überschrift. Vielleicht zeige ich das mal ganz kurz. Du wirst es sehen, es ist wirklich gut lesbar. DSGVO. Diese Firma hat das aber sehr schön aufgearbeitet und Sie sehen jetzt hier sehr schön die Grundkapitelstruktur und haben den Volltext. Und der Text ist tatsächlich gut verständlich. Also, wenn Sie es nachlesen wollen, zu dieser Vorlesung oder im Allgemeinen können Sie tatsächlich in den Originalquelltext von der DSGVO reinschauen und das werden Sie verstehen. Das ist wirklich gut nachvollziehbar, was die Herrschaften schreiben. So, und die Gliederung ist hier ganz gut erkennbar, dachte ich zumindest. Also, jetzt haben wir die Grundgliederung, Grundsätze. Wir sind jetzt hier bei Kapitel 2, Grundsätze der Datenverarbeitung. So, schauen wir nochmal durch. Also, das heißt, jetzt haben Sie das gesehen. Was haben Sie? Sie haben Recht auf Auskunft. Das ist im Artikel 15 geregelt von der DSGVO. Das heißt, Sie könnten sich zum Beispiel bei Facebook anrufen. Es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Knopf, wo Sie sagen können: Bitte, liebes Facebook, gib mir bitte einen Auszug von allen Daten, die du über mich weißt. Und oder bei Amazon können Sie das oder Google können Sie das auch nachfragen. Und was Sie da erfahren könnten, wäre, ob die zum Beispiel sich an den Regeln der Datensparsamkeit halten, nicht? Also was wissen die eigentlich alles über Sie und brauchen die das jetzt wirklich alles, um Ihnen zum Beispiel ein Amazon-Paket zuzuschicken? Und bei diesem Nachweisliste muss auch der Zweck der Verarbeitung nachgewiesen sein. Das heißt, Sie können sich auch erzählen lassen, naja, also wozu brauchen die Daten eigentlich und was machen die damit? Also das heißt, das Auskunftsrecht, sie hat es super gut verständlich geschrieben, Paragraph 15 DSGVO, das können Sie durchlesen, sind die Fälle nochmal im Detail beschrieben. Sie haben ein Recht auf Löschung, das ist auch das Recht auf Vergessenwerden. Es sind ja ganz viele Fälle durch die Presse gegangen, gerade wenn man seinen Namen eingibt und kommen dann so Autoergänzungsstichworte, dass zum Beispiel bei Präsident Bush war damals, wenn Sie Bush eingegeben haben, kam da noch Miserable Failure. Da hatten also Leute einfach die Suche ein bisschen beeinflusst und um solche Sachen sozusagen abzustellen, deswegen haben sie ein Recht auf Löschung. Und es gibt eine Pflicht auf Löschung bei den Leuten, die ihre Daten verarbeiten. Wenn der Zweck der Verarbeitung erlischt, müssen die Daten gelöscht werden. Das ist natürlich ein bisschen hakelig, wenn so was so Backups und sowas angeht. Das habe ich jetzt hier bewusst ausgelassen. Da würde ich Sie bitten, einfach einen Spezialisten zu fragen. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Also ein Backup müssen Sie machen dürfen. Andererseits besteht das Recht auf Löschung. Auch Sie haben so Sonderfälle wie zum Beispiel, ich weiß Ihre E-Mail-Adresse, die ist im Git integriert. Und wenn ich jetzt Sie da rauslösche aus dem Git, dann ist das Git kaputt. Also auch da muss es irgendwelche Grenzen geben, die ich Ihnen aber jetzt nicht erzählen kann. Aber wie gesagt, das ist ein komplexes Thema, wie Sie sich vorstellen können. Oder bei Blockchains können Sie auch sagen. Also Sie können auch nicht einfach irgendwas mitten aus der Blockchain auslöschen. Also das sind so Sonderfälle, die man sich, glaube ich, einzeln anschauen muss. Sie haben Recht auf Umzug Ihrer Daten. Also das heißt, ich bin nicht sicher, wie stark man das einklagen kann. Davon habe ich jetzt erst bei der Vorbereitung auf diesen Foliensatz erfahren. Also wie gesagt, in diesem Artikel 20 DSGVO ist geregelt, dass eigentlich der Anbieter Ihre Daten in ein neutrales Format überführen soll, können sollte und dann können Sie dieses neutrale Format wieder bei einem anderen integrieren. Also vielleicht wollen Sie ja von Facebook zu LinkedIn umziehen oder sowas. Es ist ein Recht, Privacy by Default heißt, dass ich habe es drunter geschrieben, also der Paragraph heißt ursprünglich Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Also datenschutzfreundliche Voreinstellung heißt halt, so sicher wie oder Security by Default eigentlich, also es ist erstmal alles ausgeschaltet, jeder darf gar nichts, keiner darf auf Ihre Daten zugreifen und Sie erlauben dann einzeln was. Also der Default-Zustand ist maximale Security und Datenschutz durch Technikgestaltung ist halt, also Sie müssen sich wirklich an normale, gute Designregeln halten. Also all das, was Sie in IT-Security in der Vorlesung lernen, muss da zur Anwendung kommen auf dem aktuellen Stand der Technik, auf Ihrem aktuellen Erkenntnisstand. Okay, und Weiterleitung an Dritte ist nur dann erlaubt, wenn die sich ebenfalls an Datenschutzgesetze halten. Da muss man eine eigene Vereinbarung unterschreiben. Auch das ist nochmal ein Sonderthema, was ich jetzt einfach auslasse, weil das sonst den Laden sprengt und wirklich den Bereich Software Engineering zwei verlässt. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Das fragen Sie sich wahrscheinlich zu Recht. Sie sind ja hier nicht in der IT-Security-Vorlesung, das macht der Hüttel wesentlich besser als ich, sondern Sie sind hier bei Software Engineering. Also was hat das Ganze mit Software Engineering zu tun? Und das ist jetzt so eine Art Schnittthema, was in beiden Veranstaltungen relevant ist. Und zwar müssen Sie nach Artikel 30 der DSGVO, das ist eine Folie oben noch falsch, müssen Sie ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis erstellen. Und da kommt jetzt unser Datenmodell ins Spiel, weil das da drin stehen muss in dem Verarbeitungsverzeichnis. Und das ist eigentlich inzwischen Teil unseres
eigentlich müssen wir das als integralen Bestandteil von unserem Datenmodell sehen. Domain-Driven Design hin oder her. Also für alle erhobenen Daten, was müssen Sie nachweisen? Das ist häufig so eine Art Excel-Sheet, das man dann einfach ausfüllt. Was ist der Zweck der Verarbeitung? Also für jeden einzelnen Datensatz, den Sie erheben, also für jedes Attribut müssen Sie im Grunde nachweisen, wofür brauchen Sie das eigentlich, ne? Grundsatz Datenminimalität und Verarbeitungszweck. Sie müssen natürlich auflisten, welche Daten Sie verarbeiten und von welchen Personen die verarbeitet werden. Aber das steht im Datenmodell eh drin. Sie stellen dar, wer darf auf die Daten eigentlich zugreifen. Also wer erhält die Daten, ne? Also welche Sachbearbeiter darf über seine Dialoge an diese Daten ran? Also das heißt, sie machen tatsächlich eine Übersicht, wer sieht welche Daten und aus welchem Grund. Sie schreiben die Löschfristen dran. Das heißt, sie sagen, bis wann sind eigentlich die Bedingungen erfüllt, um die Daten zu löschen. Da haben sie so zwei entgegengesetzte Tendenzen. Sie haben nämlich einerseits die DSGVO, die sagt, so früh wie möglich löschen. Dann haben sie das Steuerrecht. Und ich meine, da haben sie zum Teil Aufbewahrungspflichten von Rechnungen von bis zu 10 Jahren. Und da muss man dann halt gucken, dass das sozusagen dem Steuerrecht und allen Firmenvorschriften Genüge getan ist, also dass der Wirtschaftsprüfer keinen Anfall kriegt und auf der anderen Seite aber dem Datenschutzgesetz. Also Sie können nicht einfach sofort alles löschen, also das geht auch nicht. Wie gesagt, da muss man. Und deswegen machen Sie solche Tabellen, um sich das genauer zu überlegen. Und was Sie natürlich noch ergänzen, ist, welche Maßnahmen treffen Sie eigentlich, um diese organisatorischen, also Sicherheitstechnik, Organisation, damit gewährleistet ist, dass die oberen Regeln eingehalten werden, dass jetzt nicht das System nächste Woche aufgehackt ist. Also sind da entsprechende Schutzmaßnahmen zu beschreiben. Die Schutzmaßnahmen, muss man auch sagen, hängen an dem Schutzbedarf. Das heißt, sagen wir mal, die Liste von E-Mail-Adressen müssen Sie wahrscheinlich nicht so gut schützen wie Informationen über das Genom Ihrer entsprechenden Kunden. Ne? Also das heißt, da haben Sie auch verschiedene Schutzklassen sozusagen, die Sie wahrscheinlich im Rahmen einer Sicherheitsanalyse im Bereich der IT-Security sich mal anschauen müssen. Das ist nicht Thema hier von Software Engineering 2. So, hier, das ist geklaut. Ich habe es drunter geschrieben, ist nicht direkt von Herrn Hüttel geklaut, aber ist es so, also der Stoff ist von ihm. Ich wollte, wie gesagt, das erklärt das sicher viel besser als ich. Hier geht es nur darum, dass wir hier den Schnittpunkt haben. Und da hatte ich jetzt auch kein besseres Beispiel. Also Herr Hüttel hat ein Team von Studenten gecoacht für diesen IT-Security-Workshop. Und das war ein Team, die haben für die Tech Division gearbeitet. Da ging es um Bewerbermanagement. Und jetzt haben die Studenten haben da Tabellen gemacht mit den Daten, die man in so einer in so einem Verarbeitungsverzeichnis darstellen muss. Also welches Datenfeld habe ich? Wer darf darauf zugreifen? Wie lange da dürfen wir das behalten? Also das heißt, der Löschzeitpunkt ist eigentlich bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters aus der Firma. Die Studierenden haben sich da noch eine Datenschutzklasse überlegt, ne? Also wie viel Security-technische Instrumente brauche ich eigentlich, um die Daten zu schützen, weil also streng vertrauliche Daten muss ich stärker schützen, vielleicht noch verschlüsseln und alles Mögliche tun, als bei internen Daten, die nur für Dienstgebrauch sind. Sagt schon, da stehen jetzt sozusagen alle Daten drin, die Sie für dieses Verarbeitungsverzeichnis brauchen. In der zweiten Tabelle hatten die Studenten damals, vielleicht ist es Vorschrift, das weiß ich nicht, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz gut verständlich. Die Studenten haben sich dann überlegt, welche Kriterien gibt es eigentlich zum Löschen von Daten. Sie dürfen ja sagen, zum Beispiel Daten von einem Bewerber, da muss jetzt keiner einwilligen zum Löschen. Ich habe jetzt Frist, wenn also der Verarbeitungszweck entfallen ist, dann muss ich es löschen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Bewerber suche, wenn die Stelle besetzt ist, muss ich es eigentlich löschen, weil der Zweck erfüllt entfallen ist. Das heißt, Sie können da sozusagen auch das Thema Steuern und gesetzliche Löschfristen und Entfallen des Verarbeitungszweckes berücksichtigen. So, das heißt, wir müssen, wenn wir das nochmal kurz zurückgehen, das heißt, wir müssen irgendwie in der Übung, ich schreibe das nochmal ein bisschen schöner ins Aufgabenblatt rein, uns jetzt dieses Verarbeitungsverzeichnis anschauen und herstellen für die Studententeams, die personenbezogene Daten speichern. Das sind jetzt nicht viele. Ein paar werden vielleicht nur ganz minimale Daten haben, aber die meisten haben irgendwie so ein paar Daten und es schadet ihnen sicher nicht, sich mal ganz kurz wenigstens mit der Datenschutzgrundverordnung auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich betone nochmal, ich bin kein Jurist. Wir müssen uns aber trotzdem als Software-Ingenieure diese Thematik Datenschutzgrundverordnung erarbeiten, weil wir die Systeme so bauen müssen, dass die Datenschutzgrundverordnung erfüllt ist. Das hier war so der erste Versuch, in diese Richtung zu gehen. Falls das verkehrt war, bitte ich auch, das mir als Kommentar zu schreiben.
bitte dann Interaktionen, dass ich die Sache im Zweifel im Video korrigieren kann. Herzlichen Dank.